In diesem Video geht es um Mängel und um diesen Feuerlöscher. Um das festzuhalten, klicke ich einmal hier auf den Feuerlöscher drauf und auf das Erfassen-Feld. Ich wähle jetzt an der Stelle einmal den Mangel aus. Um mir jetzt die Arbeit beim Tippen ein bisschen zu erleichtern, kann ich mit Eintragsvorlagen arbeiten. Jetzt möchte ich noch ein Foto zu meinem Mangel hinzufügen. Ich drehe einmal mich zum Feuerlöscher, schieße ein kurzes Foto und habe das eben in Kevox hier eingepflegt. Kevox erstellt nun aus allen meinen Mängeln, die ich hier festgehalten habe, einen PDF-Bericht. Ich habe hier meinen Feuerlöschermangel, meinen weiteren Mangel für die Tür und eben alle Mängel untereinander aufgelistet.